Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das den Namen trägt Final Fantasy X. Lange, lange habe ich auf sowas mal gewartet, auf eine bessere Version des alten Games. Und nun ist es endlich soweit und wir fangen gleich mal an. Neues Spiel. Ich würde sagen, wir nehmen das Standard-Sphero-Brett, also das Charakteraufbausystem. Ja, ich will das nehmen. Bei den Zwischensequenzen werde ich den Rand halten und diesmal auch richtig. Also, viel Spaß. Listen to my story. This may be our last chance. Tja, schon sehr guter Anfang. Gut, hiermit wären wir am Anfang angelangt. Das ist unsere Figur, der männliche Hauptcharakter. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich warne gleich mal, besser gesagt, davor. Die Untertitel hier entsprechen nur selten dem, was hier auf Englisch gesagt wird. Das war schon immer mal eine Kontroverse hier in dem Game, dass das, was gesagt wird, und die Untertitel nicht so ganz übereinstimmen. Aber ich finde trotzdem, das tut dem Game irgendwie keinen Abbruch. So, wir reden mal mit den Ladies hier. Can I have your autograph? Of course. Ja, wir sind wohl eine Berühmtheit. So, hier können wir den Namen des Hauptcharakters bestimmen. Standardmäßig ist Tidus vorgeschrieben und ich würde sagen, das lassen wir auch so. Zwar wird er nie mit dem Namen wirklich angesprochen, aber ist egal, wir lassen es so.
Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it. Okay, er scheint also ein berühmter Spieler zu sein. Hier reden wir noch mit den anderen. Gib dein Bestes, ne? Der auch gibt dein Bestes. I've been a big fan of yours from the very beginning. I won't let you down. Thanks! Hey, how are you feeling? Great as ever, thanks. Yeah, we're cheering for you. Hier ist dieser Junge, der aus dem Nichts hier gerade aufgetaucht ist. War schon ein bisschen komisch. The game tonight, it's very important. Ah, wenn er meint. So, jetzt mal die drei Jungs hier. Can you sign this? No prob. Please? Alrighty. Me too! Take it easy. Okay, wir haben ein paar Autogramme verteilt und jetzt müssen wir weg. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. Teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight. Well, you can't tonight. Huh. I mean tomorrow. Promise? Okay. Was das für eine Geste war, erfahren wir noch. Oh, hübsche Stadt. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Die Stimme finde ich krass, ja. Our hero, Jacked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jacked all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. So, wir haben ja schon mal zwei Potions bekommen. Das wusste ich noch, dass man das hier kriegt. Ja, und wir haben es gerade vom Ansager gehört. Man selbst ist also der Starspieler einer Mannschaft namens Zanarkand Apes. Und es geht um den Sport Blitzball. Das ist so eine Art Mischung aus Fußball und Volleyball, was unter Wasser gespielt wird. Naja, mir wurde auch gerade erzählt, dass Jacked, der Vater von dem Jungen, vor 10 Jahren verschwunden ist, spurlos. Und naja, sonst noch nichts weiter. Also wir sind auf dem Weg zu einem Spiel. Dann wollen wir mal sehen. Ich muss sagen, die Bewegungen hier in der HD-Version sind sehr viel flüssiger. Make way, make way. Gefällt mir. Coming through, sorry. Boah, viele Fans. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me.
Schluss jetzt hier. Gut, jetzt werde ich wieder den Rand halten. Längere Sequenz. Na schön. Das lief ja nicht so gut. Oh, Trümmerteile over and over. Uff. Oh. Also wir haben es gesehen, ein riesiges Monster hat die Stadt angegriffen. Und jetzt herrscht natürlich Chaos und Panik. Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Dieser Alte ist ein alter Bekannter wahrscheinlich von dem Jungen. Schon wieder. Okay. Zeitstopp. It begins. What? Don't cry. Whoa. Einfach weg. What the? Hey, wait! Hey, not this way! Look. Oh, da haben
sin. Sin? Das bedeutet Ärger, glaube ich. Wow. Ui, kleine Monsterchen. Na, das wird nichts mit den Händen. Das könnte eher was werden. A gift from Jet. My old man? You know how to use it. Ich muss sagen, die Texte wurden doch etwas verändert. In der alten. These ones don't matter. We cut through. In der alten PS2-Version hatten sie nämlich andere Untertitel. So, und hier sind wir in unserem ersten Kampf. Ist noch nichts Besonderes. Item können wir auswählen. Wir haben 12 Potions und 3 Phönixfedern. Potions heilen 200 HP. Königsfedern beleben uns wieder, falls wir mal zu Boden gehen. Angriff können wir bisher auch nur auswählen, wir haben nur einen Gegner. Also los. Oren dagegen hat schon etwas mehr Erfahrung. Der beherrscht bereits eine Technik, den Kraftbrecher. Die senkt die Angriffskraft, aber die wird jetzt noch nicht nötig sein bei so schwächlichen Gegnern. Und wie ihr seht, der hat auch etwas mehr Angriffskraft. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe vor, in diesem Let's Play wirklich alles zu machen. Das heißt, alle. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Darf ich? Ja. Also alle optionalen Bosse, alle Nebenaufgaben, alles. So, Sins Schuppenrest heißt das. Okay. Und wir sehen, ihr könnt durchaus ebenfalls angreifen. Wir erledigen wirklich nur die, die im Weg sind, und rennen weiter. Da ist Sin. Wow. Noch kriegen wir keine Erfahrungspunkte für die Viecher. Oh, das kommt noch. Ah, und da wartet schon unser erster Bossgegner. Ah ja. Man könnte denken, ja, das macht schon ziemlich viel Schaden, aber. Get out of my town! Some can't wait to die. Ja, es wurde wirklich anders übersetzt, als es in der PS2-Version war. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Ekstase. Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der HP- und MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen nach links drücken. So, das machen wir jetzt mit Oren. Tradition Seisma fügt allen Gegnern Schaden zu. Ihr seht, sämtliche Gegner werden ausgewählt. Und bei Oren ist es so, dass wir eine spezielle Tastenkombination eingeben müssen, damit die Technik noch mehr Schlagkraft hat. Habe ich noch dran kurz. Oh ja, das sieht doch ordentlich. Jeder Hauptcharakter, den man hier bekommt, hat natürlich seine eigene Ekstasentechniken. Ja, Sinschuppe Esum. Diese Sinschuppe greift nur mit der Technik Gravitas an und diese Gravitas-Technik macht prozentualen Schaden. Zieht immer, glaube ich, so 75% der HP ab, die wir noch haben, oder? 25%, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist diese Technik nicht tödlich, das heißt, diesen ersten Bosskampf können wir nicht verlieren. So, jetzt hätte auch Tidus seine erste Ekstase-Technik, Schwertechnik, Salto-Hieb, fügt einem Gegner Schaden zu. Ich würde sagen, die machen wir auch gleich mal. Na, hat ein bisschen.
verzogen. Ja, 353, gar nicht so übel. Dann der Rest ist einfach nur angreifen und Attacken einstecken, mehr nicht. Natürlich hat jeder Charakter noch versteckte Ekstase-Techniken, die er im Laufe der Zeit erlernt. Bei Tidus zum Beispiel ist es so, dass er mehrere Ekstase-Techniken erlernt, wenn er seine alten anwendet. Das heißt, ich werde bei ihm jedes Mal, wenn die Ekstase-Leiste voll ist, sie auch möglichst schnell einsetzen, damit er die anderen schnell erlernt. Mensch, Orin haut ganz schön ordentlich zu hier. Das war's schon mit der Sinnschuppe. Damit wäre der erste Bossgegner erledigt. Ist immer noch zu sehen. Okay. Da wir jetzt aber ganz schön angeschlagen sind, wir haben ja die HP gesehen, gehen schon in den gelben Bereich, benutzen wir dieses Ding hier. Level 1 Speicher Spheroid für Reisende. Sie können die Reise in Spheroiden wie diesem speichern. Dabei werden die HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Ich würde sagen, das machen wir auch schon mal. Neue Speicherdaten. Oh, wie hab ich auf dieses Game gewartet? Speicherstand 1, okay. Somit dürften wir wieder komplett geheilt sein. What are you laughing at, old man? Orin, let's get out of here! We're expected. Huh? Give me a break, man! Ah, nicht noch mehr. Oh, das sind eindeutig viel mehr. So dahinter uns, nackte Klasse. Okay. Versuchen wir die alte Taktik, nur die, die im Weg sind. Die stärkeren Hiebe sind eindeutig solche eine Art Glückstreffer. Das heißt, da schlägt man doppelt so stark zu, wie man es normalerweise tun würde. Und da dessen Flügel hier gerade glühen, der bereitet nämlich seine Spezialattacke vor, verhindern wir das. Ja, schon wieder. Das verhindern wir mal auch schnell. Wir machen hier ziemlich oft solche Doppeltreffer, muss ich mal sagen. This could be bad. Ja. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Wir sollen jetzt auf die Energieleitung losgehen, auf die Dampfwalze. Ja, wahrscheinlich wird die explodieren. Oh, wir sind ja auch noch in der Nähe. Ah, seht ihr? Die Dornenattacke, die aufladen, die zieht schon ein bisschen mehr ab als diese 27 oder 30. Aber egal. Immer schön. Oh, der war gut. Der müsste gleich zerstört sein, der Kern. Autsch. So. Ja, das müsste reichen. Sehr gut. Es könnte ein bisschen laut werden jetzt. So, da jetzt gleich wieder eine Sequenz kommt, werde ich wieder den Rand halten. Orin!
sure. This is it. This is your story. It all begins here. Nun hat dieses Riesenmonster Sin, Orin und Tidus eingesaugt. Hey! Hey! My old man? Wie kann der dessen Stimme hören? Der ist doch vor 10 Jahren verschwunden. Oh, wie sieht's denn hier drin aus bei Sin? Fast genauso wie draußen. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schwerelos und da steht jemand. Das scheint er zu sein. Der Alte. Was? Okay. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Whoa. Eine herrliche Gegend. Anybody there? Orin! Etwas allein, wie er es schon gerade erzählt hat. Wow, unheimliches Gebäude in der Entfernung. So, und jetzt, ab jetzt haben wir das Menü zur Auswahl. Ihr seht, hier haben wir Items. Ordnen können wir sie natürlich auch manuell oder automatisch. Unsere Ausrüstung wird hier angezeigt. Das Langschwert, dieses rote, was er bekommen hat. Und der Buckler, ein kleiner Schild, ohne jede Fähigkeit. Wichtige Items haben wir noch nicht. Abilities von Tidus hat er auch noch nicht. Ekstase ist der Saltohieb, das ist klar. Und der Ekstase-Typ, dazu kommen wir auch noch. Zurzeit ist nur Askese da, das heißt der Ekstase-Balken füllt sich immer auf verschiedene Arten und Weisen. Hier haben wir zum Beispiel Askese, der füllt sich also, wenn man vom Gegner Schaden erleidet. Später gibt es noch andere Ekstasearten, wie zum Beispiel, wenn man Gegnern Schaden zufügt oder wenn man andere heilt oder Kämpfe gewinnt, keine Ahnung. Die Statuswerte, gucken wir mal rein. Also wie ihr seht, die Werte sind noch ziemlich weit unten. Magie und Z-Abwehr, die sind, naja. Abilities sind noch keine da, Auto-Ability keine, Text. Die ganzen Slots, die existieren, die werden alle noch gefüllt, sage ich euch gleich. Spezial auch noch nichts da, Weißmagie nix, Schwarzmagie ebenfalls nicht. Da haben wir einiges vor uns. Und es gibt 7 Charaktere, die das alles erlernen können. Optionen. Ja. Ist nicht so wichtig jetzt hier. Hilfe brauchen wir nicht, alles klar. Wir machen erstmal weiter. Aber ich sehe gerade, ich bin gerade an meiner Zeit angelangt. Ich würde sagen, wir beenden hier die allererste Episode. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon gefallen. Auf jeden Fall werden noch weitere Folgen. Wie gesagt, ich mach's bis zum Ende. Also, tata!